schon, oder? Bitte. Hallo, hallo? Noch nicht? Doch. Schon, oder? Perfekt. Dann muss ich nur noch schnell die Präsentation finden. Ja, hallo auch von meinerseits. Mein Name ist Yannick Back. Ich bin noch Dissertant an der Universität Innsbruck, dem Arbeitsbereich für Umwelttechnik, und habe mich die letzten 4 Jahre mit Mehrfachnutzen von blau-grüner Infrastruktur beschäftigt, und das auch nicht ganz alleine, sondern natürlich im Team. Und da möchte ich nachher auch nochmal schwer Danke sagen an alle, an alle meine Kollegen und Kolleginnen, die da mitgeholfen haben. Wir haben jetzt schon viel über Wasser gehört, wie wichtig Wasser ist, vor allem für unsere grüne Infrastruktur. Und ich werde jetzt euch ein bisschen mitnehmen dahin, was uns schon noch ein bisschen erwartet und worauf wir auch unbedingt noch den Fokus mehr legen müssen. Denn womit wir uns schon beschäftigen, die Auswirkungen des Klimawandels sind bekannt, ist vermehrtes Auftreten von Starkniederschlagsereignissen bzw. sich ändernde Muster weltweit und auch regional sowie lokal, und das Gleiche zählt eben auch für extreme Hitze und die Hitze in der Stadt. Auch die Urbanisierung bleibt nicht aus, es wird zwar viel begrünt, aber genauso viel wird immer noch versiegelt, und das hat halt auch zur Folge, dass diese Auswirkungen nicht unbedingt gemindert, sondern momentan wahrscheinlich auch immer noch verstärkt werden. Die Auswirkungen auf die Stadt selber sind bekannt und betreffen vor allem das Klima, die Vegetation und eben auch die Wasserverfügbarkeit, mal zu viel, mal zu wenig. Womit wir uns noch zu wenig beschäftigen, und das möchte ich jetzt etwas näher bringen, ist Trockenperioden. Was heißt das jetzt für die Stadt, wenn das Wasser ausbleibt, und auf was müssen wir gefasst sein, beziehungsweise auf was müssen wir mehr den Fokus legen? Ich stelle jetzt erstmal die Hypothese in den Raum und möchte dann näher bringen, womit ich mich etwas beschäftigt habe, und auch nachher wieder auf die Hypothese zurückkommen. Derzeitige blau-grüne Infrastrukturen sind nicht auf langanhaltende Dürreperioden bzw. Wassermangel ausgelegt. Und das nächste wäre dann auch die Konsequenz daraus, dass eben blau-grüne Infrastrukturen in der Stadt nicht mehr ohne ein strategisches Niederschlagswassermanagement zur nachhaltigen Bewässerung geplant werden. Und da spreche ich dann nicht nur von Infiltration, sondern wir müssen auch irgendwie schauen, wo wir an das Wasser kommen, wenn einfach keins mehr da ist. Meine Fallstudie über weite Strecken der ganzen letzten 4 Jahre war die Landeshauptstadt Innsbruck in Österreich und auch vor allem ein etwas kleineres Gebiet nördlich des Stadtzentrums. Vor allem auch deshalb, weil wir da Zugang zu sehr guten Datengrundlagen hatten, die ich sehr gut, vor allem im schon angesprochenen GIS-lastigen Modell, was ich gleich etwas näher bringen werde, verarbeiten konnte. Also darum ging es auch erst einmal, dass ich erst einmal geschaut habe, okay, was ist jetzt denn eigentlich mit dem Klima an der Oberfläche? Und meine Herangehensweise war die, dass ich erst einmal etwas gemacht habe, was, glaube ich, noch nicht so sehr im Fokus stand. Ich habe mal die Oberfläche in den Vordergrund gestellt, denn die Oberfläche ist es, wo der Mensch agiert und wo die Sachen passieren, die uns dann auch alle angehen, beziehungsweise die uns beeinträchtigen. Und daraufhin habe ich dann erst einmal ein Modell aufgesetzt, wo wir dann in der Lage waren, Oberflächentemperaturen zu rechnen, aber auch den Hitzestress des Menschen, hier modelldefiniert mit dem Universal Thermal Climate Index. Genau, das Ganze war dann etwas, sagen wir mal, statisch, das heißt punktuell, auf solch einer Rasterebene konnte man dann eben genau diese Daten berechnen, modellieren. Und was aber gefehlt hat, und das haben wir jetzt noch ergänzt, war so ein wenig die Dynamik dahinter. Das heißt, dass an diesem Ort und Stelle in der Stadt, da passiert natürlich auch etwas. Da kommt Wind rein,
Und wenn Wind im Spiel ist, vor allem auf mikroklimatischer Ebene, dann verändert das sofort alles. Und was wir dann geschafft haben, ist, dass wir die Möglichkeiten, die ein CFD-Modell, also CFD, Computational Fluid Dynamic, die ein CFD-Software hergibt, gekoppelt haben mit unserem GIS-Modell. Und das hat uns ermöglicht, dass wir genauere Informationen über die Windgeschwindigkeit und die Lufttemperatur in diesem Stadtgebiet modellieren konnten. Das heißt, wir konnten nicht nur, so wie wir es vorher gemacht haben, sagen, okay, in unserer Fallstudie jetzt haben wir einen Wind mit 4 Metern pro Sekunde und eine Lufttemperatur von im blödesten Fall 32 Grad, punktuell für jedes Raster, sondern wir waren in der Lage zu sagen, okay, wir speisen unser Modell und wir sehen genau, wie sich das in der Stadt verhält. Und das ist sehr entscheidend, weil es verändert sich überall und fast schon minütlich. Also selbst wenn wir mit einer Windgeschwindigkeit von 4 Metern pro Sekunde reingehen, dann geht die gegen Null, irgendwo, wo der Wind halt einfach viel zu oft gebrochen wird. Und sie steigt auch leicht an, da wo es wirklich Windschneisen gibt. Und das hat sofort eine Auswirkung auf die Lufttemperatur und dementsprechend natürlich auch auf die gefühlte Temperatur, auf den Hitzestress des Menschen. Das aber auch nicht nur auf horizontaler Ebene, sondern, und das ist dann eben halt das Gute an der Kopplung mit dem CFD, auch auf vertikaler Ebene. Das heißt, wir waren auch in der Lage zu sagen, oder sind in der Lage zu sagen, wie sich diese Windgeschwindigkeit, Lufttemperatur bzw. der Hitzestress mit der Höhe verändern. Und logischer oder nicht logischerweise, aber per Definition nimmt die Windgeschwindigkeit eben mit der Höhe oder mit der Höhe zu und dementsprechend auch die Lufttemperatur nimmt ab und so auch eben der Hitzestress des Menschen. Das heißt, was wir hier auch als Kernaussage mitgeben wollen, ist das, dass sich momentan noch viele mit der Oberflächentemperatur beschäftigen, wenn es um urbane Hitze geht. Und sich nur darauf zu verlassen ist, man sollte es vielleicht, ich weiß nicht, wie ich das gut ausdrücken soll, man sollte es nicht tun. Einfach nur deshalb, weil sich so viel verändert, laufend, die ganze Zeit. Auch die Oberflächentemperatur ist schwer abhängig von der Windgeschwindigkeit und logischerweise von der Lufttemperatur. Und sie zeigt eigentlich meistens zumindest auch im Vergleich dann zum Hitzestress, den man eigentlich auf einer etwas höheren Ebene ansetzen soll, wie wir es getan haben, auf 1,75, würde sie eigentlich die Hitze überschätzen. Und da gibt es auch schon recht gute Literaturstudien dazu, die auch das bekräftigen, dass genau da ein kleines Problem liegt, dass man nicht wirklich einschätzen kann in den urbanen Gebieten, wo habe ich jetzt zu 100% meine Hotspots sozusagen. Von dem aus habe ich dann angefangen zu überlegen, okay, irgendwas anderes muss es geben, womit wir besser diese ganzen Geschichten bewerten können. Und ich bin dann auch im Laufe der Zeit auf etwas gestoßen, was sich eben Energieflüsse zwischen dem Boden, der Oberfläche und der Atmosphäre nennt, also die Interaktion. Und diese Energieflüsse, die beschreiben eben ganz genau, was an dieser Oberfläche passiert. Also von diesen Energieflüssen, da rede ich von der latenten Energie, der sensiblen Energie und dem Bodenwärmestrom, die vielleicht den einen oder anderen geläufig sind, ich hoffe es. Nur ganz kurz zur Definition. Die latente Energie ist genau das, was wir brauchen, um für die Verdunstungskühlung zu sorgen. Also diese ist sehr stark in der Interaktion mit dem verfügbaren Wasser auch und der potenziellen Energie, potenziellen Verdunstung und führt eben zur Kühlung. Also das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Im Umkehrschluss, die sensible Energie ist eigentlich auch das, was man als fühlbare Wärme kennt. Die führt sofort zur also zur Steigerung oder zur Erhöhung der Lufttemperatur oder der Umgebungstemperatur oberflächennahe. Das ist eigentlich das, was wir nicht haben wollen und was an versiegelten Oberflächen passiert. Und dann zu guter Letzt etwas, was auch sehr noch vernachlässigt wird, das ist eben der Bodenwärmestrom. Das ist die Energie, die tagsüber in den Boden reingeht sozusagen. Also auch da an versiegelten Oberflächen kann man sich das vielleicht sehr gut vorstellen. Die Sonnenenergie trifft auf den Boden drauf. Vieles wird gleich verwertet und erhitzt quasi diese Luftschicht darüber. Vieles wird aber auch geleitet runter in den Untergrund und dort auch erst einmal gespeichert, akkumuliert, um dann in der Nacht, wenn sich dieser Prozess umkehrt, wieder an die Oberfläche zu kommen und dann für eine nächtliche urbane Hitze zu sorgen.
Dieser Bodenwärmestrom ist sehr, sehr wichtig, vor allem in innerstädtischen Gebieten, weil genau das da passiert. Und da ist es dann auch dementsprechend viel, viel heißer als anderswo in der Stadt. Diese drei Flüsse stehen im direkten Austausch oder in direkter Korrelation mit dem Wasseraustausch an der Oberfläche. Und das sieht man, ich habe es mal versucht, plakativ darzustellen, an verschiedenen Oberflächenmöglichkeiten, wie man die halt verändern kann. Von links weg der normalen Straße bis hin zu etwas natürlicheren Gegebenheiten. Und man sieht, wie diese Flüsse sich ändern, also der Austausch, der Energieaustausch. Und man sieht auch, wie der genau korreliert mit dem Wasseraustausch an dieser Oberfläche. Wir haben das dann so definiert, dass um das Ganze etwas vorwärts zu treiben in die Richtung, dass man wirklich eine Beurteilung heranziehen kann anhand dieser drei Flüsse, dass wir von einem Kühleffekt und einem Wärmeeffekt sprechen. Das heißt, an einer Oberfläche, an der die latente Energie, also sprich diese Verdunstungskühlung, Überhand hat von dieser sensiblen und von der sensiblen Energie und Bodenwärmestrom, da sprechen wir von einem Kühleffekt. Und da, wo sensible Energie und Bodenwärmestrom Überhand haben, gegenüber der Verdunstungskühlung, da sprechen wir von einem Wärmeeffekt. Und dann gibt es etwas, das sich Bone Ratio nennt. Da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Das Bone Ratio ist eigentlich das Verhältnis der sensiblen Energie zur latenten Energie. Und was wir gemacht haben, ist eigentlich auf das noch den Bodenwärmestrom draufgesetzt, um ganzheitlicher genau diesen Kühl- und Wärmeeffekt betrachten zu können. Wir haben dann uns angeschaut, was passiert dann jetzt, oder wie schaut es aus, wenn wir von Dürre sprechen sozusagen, was macht das mit diesen drei Energieflüssen? Und haben uns angeschaut, die Jahre 2016 und 2019 für die Stadt Innsbruck jetzt, anhand von Daten, die wir dann noch zur Verfügung hatten. Und 2016 war ein, wenn man so möchte, relativ normales Jahr. Also 2015 im Winter hat es gut geschneit, beziehungsweise auch richtig geschneit. Und auch der Sommer 2016 war recht feucht, aber nicht zu trocken. Dahingegen 2019, wo schon 2018 sehr trocken war, war 2019 auch nochmal trockener. Und man sieht es an anderen Indexen oder an Indizes, die man herziehen kann, dass da die Vegetation schwer unter Stress stand 2019, jetzt hier für das Beispiel Innsbruck. Und man sieht es eben auch anhand von unseren drei Energieflüssen, was hier passiert. Also sprich, von Kühleffekt bleibt nicht mehr wirklich viel. Also rundherum, da geht es halt oben in die Nord-, also nördlich zur Nordkette und südlich halt zum Patschakofel rauf. Da findet man halt die ganzen Waldgebiete und logischerweise ziehen die sich noch den Rest Wasser, den sie noch zur Verfügung haben, irgendwo raus und können noch etwas dazu beitragen. Aber in der Stadt ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Also da kann auch keine Vegetation mehr irgendwas machen im Sinne von kühlen, sondern die versucht nur noch nicht braun zu werden. Wir haben dann auch die Wasserverfügbarkeit uns angeschaut anhand des Vegetation Water Content, also der Wasserverfügbarkeit der Vegetation, um das nochmal in Relation mit dem Bone Ratio bzw. unseren drei Flüssen zu setzen. Und man sieht natürlich auch logischerweise sehr gut, dass im Vergleich 2019-16 der Wassergehalt der Vegetation zurückgegangen ist. Also die Änderung ist sichtbar. Man sieht aber auch positive Veränderungen, also sprich, irgendwo war auch mehr Wasser im Spiel. Und die habe ich jetzt mal schwarz eingekreist. Das sind Flächen, hauptsächlich Agrarflächen, die sehr gut mit Wasser versorgt wurden in der Zeit. Und das wiederum also sieht man dann auch wiederum am Bone Ratio. Das sind die einzigen Flächen, wo man noch eine negative Veränderung sieht. Das heißt, wo das Bone Ratio und auch diese negativen Flüsse per Definition jetzt ins Minus gerutscht sind. Das heißt Richtung Kühleffekt. Das sind eben die einzigen Flächen, die eigentlich noch einer Kühlung beitragen. Nur deshalb, weil sie halt so gut bewirtschaftet wurden, also mit Wasser versorgt wurden. Und es sind halt auch, ich bin es händisch durchgegangen, es sind eigentlich alles nur Agrar, es ist alles nur Agrarland.
Genau. Um das Ganze etwas nicht plakativer, sondern etwas praktischer darzustellen, sind wir jetzt mal hergegangen und haben uns unsere drei Flüsse bzw. dieses Bone Ratio dem Versiegelungsgrad gegenübergestellt. Und sind dann auch tatsächlich darauf gestoßen, dass dieser linear ist, dieses Verhältnis. Das heißt, dass wir eigentlich Auskunft darüber geben können, wenn wir jetzt wenn das Ziel sein soll, diesen Kühleffekt zu erreichen, also quasi eigentlich eine natürliche Balance irgendwo zwischen diesen drei Flüssen zu erreichen, so wie es eigentlich in der Natur sein sollte, dann reden wir von einem Versiegelungsgrad von maximal 11%. Ja. Sportlich. Wir sind dann auch spaßeshalber mal hergegangen und haben uns angeschaut, was das denn bedeuten würde, 11% Versiegelungsgrad maximal. Und haben uns, das ist jetzt ein Stadtteil in Innsbruck, welchen wir uns angeschaut haben, um herauszufinden, ob das in irgendeiner Weise theoretisch machbar ist. Es ist machbar, theoretisch, zumindest so viel nicht versiegelte Fläche zur Verfügung zu stellen, sei es durch Dachbegrünung. Muss ich noch dazu sagen, wir befinden uns immer auf der horizontalen Ebene. Also wir sind immer 2D unterwegs. Also was jetzt hier nicht mit drin ist, sind zum Beispiel Fassadenbegrünung und solche Geschichten. Die würden noch on top kommen, aber man kann das Ganze auch ins Extreme treiben. Aber es wäre theoretisch möglich und es wäre theoretisch auch sogar für eine, achso, Moment, und das ist sogar, wenn man jetzt hergeht und sich das anschaut, gar nicht so weit hergeholt. Es gibt die Thematik Superblocks und da verweise ich auch sehr gerne auf die Publikation von Sven Egemann. Da gehen wir schon in diese Richtung hin. Auch wenn jetzt von der Superblock-Thematik her erst einmal die Thematik eine etwas andere ist, also wieder den Fußgängern die Stadt zurückgeben, können wir aber mit solchen Konzepten einmal in die Richtung kommen. Und wir können es sogar schaffen, eine ganze Stadt so auszustatten, wenn man dann möchte. Auch für Innsbruck heißt es dann, dass tatsächlich noch versiegelt eigentlich nur noch die Hauptverkehrsachsen sind. Das Problem ist hier aber, wie sollen wir das Ganze bewässern? Also spätestens, wenn wir eine ganze Stadt begrünen, fällt uns das Ganze irgendwann auf den Kopf bei der nächsten Dürreperiode. Und das ist eigentlich das zentrale Problem, was ich schon in der Hypothese angesprochen habe. Und das Einzige, wie es zu lösen ist, momentan ist natürlich intensive Bewässerung. Wir müssen irgendwo an das Wasser kommen, um dann in solchen Perioden auch wieder die Vegetation mit Wasser zu bespeisen, damit sie eben genau ihren Job machen kann und uns ein wunderschönes Mikroklima zur Verfügung stellt. Es geht schon sehr viel, so wie wir es jetzt schon kennen, über Grundwasseranreicherung. Da können sich auch Bäume noch viel rausziehen, aber spätestens bei der Wiese hört es auf, die ist sofort trocken. Ja, dass das nicht überall auf der Welt möglich ist, zeigt dann das Beispiel Las Vegas, wo ganz andere Probleme noch vorherrschen, nämlich da ist überhaupt kein Wasser mehr zur Verfügung. Da ist seit 20 Jahren Mega-Drought und was die Leute momentan am Machen sind, ist, dass sie unnötige Grünflächen aus der Stadt rausschneiden, damit sie sie nicht mehr bewässern müssen, weil sie das Wasser fürs zum Trinken brauchen. Also so braucht es natürlich weltweit andere Ansätze oder man muss schauen, okay, wo gehe ich jetzt hier überhaupt um? Das Schlimme ist, dass sie es nicht unbedingt mit dem besten Material wieder ausstatten. Anhand dieser Flüsse zeigt sich das eben auch sehr gut, was danach passiert. Und spätestens hier beißt sich dann auch die Katze wieder in den Schwanz. Weil wenn es dann mal passiert, dann steht halt wieder alles unter Wasser. Auch wenn beide Situationen jetzt nicht direkt in Verbindung stehen, also das hat schon noch andere Auswirkungen, es lag jetzt nicht nur in diesen Grünflächen, die sie verbannt haben, aber auf genau das müssen wir achten. Also ich erhoffe eigentlich mit unseren drei Energieströmen, dass wir aus dem etwas ziehen können, was wir hernehmen können, um wirklich ganzheitlich Aussagen darüber treffen zu können, wie funktioniert eine blau-grüne Infrastruktur, funktioniert sie gut oder schlecht, auch wo kann man sie einsetzen in der Stadt, wo ist es nötig oder nicht. Also das Ziel ist es,
diese drei, also die Energie und auch natürlich den Wasseraustausch an der Oberfläche als entscheidenden Parameter wirklich hineinzubringen. Und das Zweite natürlich, dass wir blau-grüne Infrastruktur mit einem strategischen, nachhaltigen Wassermanagement ausstatten müssen. Und zu guter Letzt, dass es, und das, da eröffne ich wahrscheinlich auch wieder diese Diskussion, das Ganze muss natürlich auch irgendwo in die Politik und so weiter, das muss integriert werden, und zwar als klimasensibles Wassermanagement direkt in die Stadtplanung. Bevor ich allen Danke sage, möchte ich vor allem den Leuten Danke sagen, die sich die letzten 4 Jahre sehr viel Zeit für mich genommen haben. Sie sitzen auch zum Großteil hier in diesem Raum. Ein sehr großes Dankeschön an Wolfgang und an meine beiden Betreuer Manfred und Peter. Vielen Dank. Und danke euch fürs Zuhören. Und ja, das war's. Ja, herzlichen Dank für deinen sehr kurzweiligen Vortrag, Janik. Und wenn ich so in die Gesichter schaue jetzt in der Session, jetzt nach